zweimal gut gespielt, aber nur einen Punkt eingesammelt und jetzt kommt der Tabellenführer. Keine einfache Aufgabe also für den SV Wacker Burghausen vor knapp 800 Zuschauern im Heimspiel gegen den TSV Hauptstadt. Die Unterfranken strotzen nach den 2:0-Siegen zum Auftakt nur so vor Selbstvertrauen und wollen logischerweise auch aus der Wacker Arena was mitnehmen. Beide übrigens im Toto-Pokal unter der Woche äußerst souverän. Der Auftakt ins Match allerdings sehr verhalten. Die Gäste in der hellen Spielkleidung einen Tick aktiver. Allerdings dauerte es bis zur 19. Minute, ehe mal durch Marco Nickels Kopfball sowas wie Gefahr entstand. 2 Minuten später wieder Hauptstadt in der heimischen Box. Die Hausern hätten da gerne, der Schiri Maximilian Riedl abpfeift, tut er aber nicht. Und so kommt in der Mitte Kapitän Ben Müller zum Abschluss. Aber auch hier kein wirkliches Problem für Torwart Marco Schöller. Hausern-Coach Hannes Sigurdsson holt sich danach noch Geld wegen Reklamierens ab. Das gab seinem Team aber offenbar Energie. Burghausen jetzt aktiver und mit diesem gefährlichen Kopfball von Felix Bachschmidt, der noch abgefälscht von Timo Pitter, nur knapp am langen Eck vorbeistreicht. In der 33. Minute einer der gefürchteten weiten Einwürfe der Salzachstädter, ungenügend geklärt und dann zieht Kapitän Christoph Schulz aus dem Hintergrund ab, wieder abgefälscht und auch da fehlte wahrlich nicht viel. Überhaupt die zweite Hälfte des ersten Durchgangs wesentlich lebendiger. Ganz weiter Ball von Moritz Sommerauer auf Bachschmidt. Max Weisbecker kommt raus, aber nicht dran. Und so klatscht der Kopfball von Bachschmidt an den Pfosten. 43 Minuten waren da gespielt. Im direkten Gegenzug wieder mal ein Hauptstädter Lebenszeichen. Marcel Volkmuth wird da perfekt freigespielt. Der Abschluss allerdings nicht präzise genug. Direkt mit dem Halbzeitpfiff dann nochmals ein Freistoß für die Gäste. Tim Hüttel führt den aus, Schöller lässt prallen und Jens Trunk staubt ab zum 0:1 mit der letzten Aktion der 3-minütigen Nachspielzeit. Wacker also gezwungen, was zu tun und nachdem die ersten Minuten der zweiten Hälfte etwas ruhiger waren, ging es so ab der 60. Minute ziemlich rund. In eben dieser hat Edin Hiseni den Ausgleich auf dem Kopf, Weisbecker ist aber auch noch da. Rüber auf die andere Seite, tolle Flanke von Trunk auf den Schlappen des eingewechselten Christopher Bieber. Schöller pariert nur mit Mühe. Wie gesagt, jetzt viel Betrieb auf beiden Seiten. In der 67. Minute zwingt der Dreifach-Torschütze vom Bayern-Spiel Thomas Winkelbauer Weisbecker zum nächsten Arbeitsnachweis. 6 Zeigeumdrehungen später flippert die Kugel dann eine Ecke durch den Hauptstädter Strafraum. Das letzte Entscheidende ist aber wieder nicht drin. Wacker nun mit immer mehr Risiko, der Primus konterte. Der frisch eingewechselte Marvin Weiß wird da perfekt freigespielt, Schöller noch mit der Fußspitze dran und so kann Alexander Spitzer den Ball noch vor der Linie wegschlagen. Auf der anderen Seite dann auch überraschend viel Platz für Joker Arthur Andrejczyk nach Steckpass Winkelbauer, sein Abschluss allerdings ohne die letzte Konsequenz. Die Salzachstädter weiter am Drücker, im Anschluss an eine Ecke kommt der Ball raus zu Winkelbauer, rein in die Box, wo Bachschmidt den Fuß hinhält. Das Hauptstädter Gehäuse schien weiter wie vernagelt. Und es blieb spannend bis zum Schluss, weil es auch die Gäste versäumten, endgültig den Deckel drauf zu machen. Letzte Szene des Spiels, ein Eckball für Burghausen, aber auch der Kopfball von Andrea Bosniak findet sein Ziel nicht. Die 0:0-Serie von Hauptstadt bleibt also bestehen. Erste Halbzeit, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Fußballspiel abgeliefert, haben uns leider erst so spät belohnt mit dem 1:0, wo ich denke, durchaus noch mehr oder noch größere Chancen und Vorteile in meinen Augen gesehen habe. Und zweite Halbzeit war es von uns ja wenig. Wir haben ein bisschen den Ball zu sehr schnell hergegeben, sind dann auch immer mehr unter Druck gekommen. Aber Burghausen ist ja auch eine Mannschaft, wo man sowas auch mal durchleben muss und dann, wie die Mannschaft gefeiert hat, wie die Mannschaft zusammen gekämpft hat, wie die Bank mitgegangen ist, wie alle füreinander gerannt sind, das macht mich unheimlich stolz und das war ein Sieg der Leidenschaft. Die Leute haben alles gegeben. Also es ist eine Situation, wo wir schlafen, ganz einfach. Kann nicht passieren und heute werden wir dafür extrem hart bestraft. Wir haben auch Chancen ohne Ende gehabt und das ist eigentlich unglaublich, dass das Spiel 1:0 gelaufen ist, weil die haben auch seine Chancen. Aber wenn du nicht die Tore machst, dann bekommst du normalerweise nicht die 3 Punkte. So, es fühlt sich extrem bitter. Aber wie ich habe vorher gesagt, die Wille, die Einstellung, Mentalität von meinen Spielern war klasse heute. Drittes Spiel, dritter Sieg für den TSV Hauptstadt, der auch weiterhin ohne Gegentreffer bleibt. Wacker Burghausen geht dagegen trotz einer erneut recht ansprechenden Leistung wieder leer aus.